Die legt man wieder? Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, also der Name sagt mir nichts. Und? Ich komme aus Gouda in Thüringen, also da war kein Thema davon. Ich habe schon mal gehört, also ist nicht. Der hat doch irgendwie so die Leute animiert, was anderes zu machen. Der Gewerkschaft zu geholfen, den Leuten, den kleinen Arbeitern. Also Lech Walesa war doch in den 80er Jahren erst der polnische Gewerkschaftsführer. Eine bedeutende Persönlichkeit für die Geschichte, der neueren Geschichte in Polen. Ich war selber politisch aktiv und das habe ich dann verfolgt. Ich habe ihn sogar persönlich getroffen. Er war aufgeschlossen und interessiert. Tatkräftig, voller Tatendrang. Aufklärer, wir wollen machen. Mutig, empathisch. Sehr entschlossener Mensch, der eine Vision hatte, eine Botschaft, wofür er gestanden ist und dafür auch gekämpft hat und nicht aufgegeben hat. Für Europa, er hat gezeigt, ja, man kann zusammenleben. Es gibt ein friedliches Europa, man muss es dafür tun. Das hat ihm ja selber sehr viel Lebensqualität gekostet. Weil wenn man anders denkt als vielleicht die Politik oder die Menge, dann kommt man immer ins Kreuzfeuer. Dann hat man es immer sehr, sehr schwer. Ich war immer sehr beeindruckt von ihm. Sehr geehrter Herr Walesa, ich wünsche Ihnen alles Gute zum 80. Geburtstag. Sie haben sehr viel für die europäische Freiheit und die Demokratie getan. Dass er mit einer Altersweisheit und einer Zufriedenheit in die 80 Jahre reingeht. Dass er wieder mehr Gehör findet in Polen, sagen wir mal so. Dass es ihm gut geht und dass er vielleicht noch was bewirken kann mit seinen Politiken. Noch viele weitere glückliche und erfüllte Lebensjahre. Und dass niemand auf die Idee kommt, sein Lebenswerk zu zerstören. Alles Gute und ja, toi toi toi, ne? I za wasze zdrowie, a w gardło nasze, moje i moje żony. Lech Walesa!